Es ist wieder soweit. Erinnerungen an die Zeit vor 30 Jahren. 1981. Eine besondere Straße ist Thema einer ZDF-Reportage. Korrespondent Joachim Holz erzählt Geschichte und Geschichten des Berliner Rings. Das ist die Autobahn, die Berlin umrundet. In den 20er Jahren geplant, in der NS-Zeit begonnen und Ende der 70er Jahre fertiggestellt. Von der Bundesrepublik her geht die Transitautobahn in den Berliner Ring über. Innerhalb der DDR münden alle Straßen nach Berlin in diesem Betonkreis. Und für die Berliner beginnt hier der Weg in die Ferne. Ein Film über deutsch-deutsche Wirklichkeit auf und abseits dieser Autobahn. Berlin. 2,2 Millionen Einwohner in West, in Ost noch einmal 1,2 Millionen. Eine Stadt, getrennt und zusammenhängend, in Konkurrenz mit sich selbst, von der Bundesrepublik gehätschelt, von der DDR auch. Hauptstadt, sagt man hier, hier denkt es mancher. Berlin, immer wieder mit sich selbst beschäftigt, mit der eigenen Ideologie, mit den Nachbarn in derselben und so fernen Stadt. Ob von Ost aus gesehen oder von West, auch der Blick über den Stadtrand lohnt sich. Berlin ist die Mitte eines ungewöhnlichen Autobahnkreises. Alle Wege nach Berlin treffen auf den Ring. 200 Kilometer ist der Betonkreis lang, ein Ordnungselement, ein Sortierband, dessen Richtung jeder nach Belieben wählt. Rechts herum oder links um Berlin, beides ist richtig. Diese Fahrt folgt dem Uhrzeigersinn, einfach so. Das Ostberliner Tor zur Welt. Großzügig, aber offen nicht für jeden. 16 Fluggesellschaften starten und landen hier. Die DDR-eigene Interflug, die Aeroflot der Sowjetunion, Gesellschaften aus den anderen sozialistischen Ländern, auch aus Kuba, Mosambik, Irak. Maschinen der Skandinavier, der Niederländer. Fluggäste kommen auch aus dem Westen, im Transitbus, der Preise wegen. Die Interflug-Tickets kosten meist weniger als die anderer Gesellschaften. Schönefeld macht dadurch Berlin-Tegel einige Konkurrenz, aber auch bundesdeutschen Flughäfen. Ausländische Arbeitnehmer in West-Berlin fliegen von hier in die Heimat. Für nicht wenige Urlauber aus der Bundesrepublik beginnt der Flugweg in die Sonne in der DDR. Der Flugplan zeigt sich weltoffen. 4 Kontinente mit vielen exotischen Städtenamen. Moskau natürlich steht ganz oben. Angeboten werden die Metropolen der östlichen Freundesstaaten, die Schwarzmeerküste, Algier, Hanoi, Havanna auch, Maputo in Mosambik. Nach Frankfurt oder Hamburg startet keine Maschine in Schönefeld. Die Besucher auf der Aussichtsterrasse aber schnuppern ein wenig von der Traumluft, wenn die Flüge nach Amsterdam, Wien und London abgefertigt werden, nach Stockholm und Rom, nach Athen und Paris. Das Tor zur Welt. Herr Dr. Borg, die DDR-Bürger sind begeisterte Autofahrer. Fliegen Sie auch gerne? Ich bin fest davon überzeugt, denn die Entwicklungszahlen der Interflug beweisen, dass der Zuspruch von Jahr zu Jahr größer wird und die Interflug befriedigt auch dieses steigende Interesse der Bürger der DDR am Fliegen. Wie viele Starts und Landungen sind denn hier in Schönefeld täglich? Wir haben ungefähr täglich 100 Starts und Landungen im Durchschnitt. Im Jahr sind das ca. 33.000 Starts und Landungen. Welche Bedeutung hat der Inlandsflugverkehr für die Interflug hier in der DDR? Wir haben einen internationalen Luftverkehr von den Flughäfen in Schönefeld selbstverständlich, Leipzig, Erfurt, Dresden und von Heringsdorf. Wir bieten den Bürgern der DDR und den Passagieren gute Verkehrs- und Flugverbindungen von diesen Flughäfen, sodass der Inlandflugverkehr
als Zubringerverkehr oder als Verkehr zwischen diesen Flughäfen überhaupt keine Bedeutung besitzt. Verkehrsgeografisch ist der bodenständige Verkehr besser geeignet, die Verkehrsbedürfnisse zu befriedigen. Schönefeld und Interflug, das heißt für viele Westeuropäer preisgünstige Flüge. Wie sind die Zahlen, wie ist die Tendenz im Transitverkehr? Die Interflug gehört zu den Luftverkehrsgesellschaften, die sich in den letzten Jahren sehr stabil und dynamisch entwickelt haben. Wir sichern eine sehr hohe Effektivität. Daraus resultieren auch die günstigen Preise, die Interflug für ihre Leistungen bieten kann. Wir sind davon überzeugt, dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren anhalten wird, obwohl wir auch weiterhin neues und modernes Fluggerät einsetzen werden. Auch Berlin-Schönefeld. Erich Honeckers Aufbruch nach Japan. Auf und neben dem roten Teppich eine Politprozedur, nur für die Öffentlichkeit, übrigens live im DDR-Fernsehen. Ein gezirkeltes Zeremoniell der 20 Mächtigsten. Die Oberen der DDR verabschieden ihren Obersten. Diplomatie zu Hause. Befremdlich unter Leuten, die eben noch locker plauderten, die sich mit sozialistisch-brüderlichem Du begegnen. Der Genosse Erich, den Genossen Egon, Horst und Werner, Willi, Kurt und Paul. Berlin-Schönefeld, das ist das wohl dekorierte Schaufenster der DDR-Internationalität. Zum politischen Sonderflug einsatzbereit. Hier wird die DDR-Geschichte bebildert mit Momentaufnahmen aus dem Düsenzeitalter. Der Flugkapitän wünscht dem Staats- und Parteichef einen angenehmen Aufenthalt an Bord der Iljuschin 62, dann Blumen von der Chefstewardess und, keine Überraschung, Sowjetbotschafter Abrasimov. Alles Gute. Und in Khabarovsk. Khabarovsk, ein Wodka, ja. Von Schönefeld dem japanischen Kaiser entgegen, der Würde eines Ehrendoktors der Rechte, fernöstlichen Höflichkeiten und Geschäften. Aus der sozialistischen DDR ins kapitalistische Land des Lächelns. Zur Erde zurück, der Berliner Ring. Seitdem das Transitabkommen gilt, seit Juni 1972, rollen immer mehr Autos zwischen dem Bundesgebiet und West-Berlin. 6,4 Millionen Fahrzeuge im vergangenen Jahr, das waren mehr als 20 Millionen Reisende. Seit November 1979 ist der Berliner Ring erst geschlossen. Bis dahin fehlte die Nordwestkurve. Der Verkehr von 6 Autobahnen und 11 Fernstraßen wird auf dem Betonrund verbunden und verteilt. Trabis und Mercedes, Wartburgs, Franzosen, Schweden, Japaner. Die Lastwagen sollen weniger werden. Die DDR zumindest will immer mehr Güter mit der Bahn transportieren. Für die Autoreisenden aber bleibt der Ring ein idealer Weg in die Ferne und, was viele vergessen, auch in die Nähe. Der Betongürtel verbindet das traditionelle Berliner Hinterland. Eine Landschaft, die vielgestaltig ist und die auch in der Gegenwart ihre Geschichte noch zeigt. Mark Brandenburg hieß diese Gegend einmal. Von hier aus, südöstlich von Berlin, geht die Stimme der DDR in den Äther. Deutschsprachige Hörer außerhalb des Landes sollen von ihr etwas über die Politik und die Ansichten der sozialistischen Parteien erfahren. Stimme der DDR, bis vor 10 Jahren, der Deutschlandsender. Auf dem Funkberg bei Königs Wusterhausen hat der Rundfunk Tradition. Diese etwa, 22. Dezember 1920, erstes Hörfunkkonzert. Ein Charleston war es damals nicht, was von der Reichspost-Hauptfunkstelle ausgestrahlt wurde. Weihnachtslieder und allerlei Improvisiertes krächzten damals über den Sender. Mit 2,5 Kilowatt fing das an. Bis Sarajevo, Luxemburg und Moskau war der Empfang gut.
Das Programm wurde mit der Technik vielseitiger. Tonbänder gab es zu der Zeit allerdings noch nicht. Die Reichweitenversuche kamen schon 1921 3.900 Kilometer weit. Hörer der Wusterhausener Rundfunkkonzerte waren Langwellenamateure, staatliche Funkstellen, aber auch kommerzielle Stationen im Ausland. Gebühren wurden nicht kassiert. Erich Schwarzkopf, Leiter des Senders, trat selbst als Sprecher und Geiger auf. Auch die Techniker machten Musik. Die Konzerte fanden Anklang. Sender und Programm waren schnell populär, der Rundfunk blieb in Königs Wusterhausen. Die Mark Brandenburg. Das war einmal ein Stück des preußischen Königreichs. Heute teilen sich die DDR-Bezirke Potsdam und Frankfurt an der Oder in das ländliche Erbe. Die preußischen Herrscher, ihr Denken, ihre Bürokraten und ihre Soldaten sind verschwunden von hier. Überlebt, überwunden, so sagen die Erben des Besitzes. Die Mark aber sieht vielerorts noch genauso aus wie zu Preußens Zeiten. Da steht die Kirche noch im Dorf. Die Sommerwege haben ihren Sand behalten, die Straßen ihr geduldiges Kopfsteinpflaster. Und irgendwo geht es immer nach Berlin und nach Potsdam, über den Ring. Apfelbäume, endlose Reihen. Auch sie gehören dazu, mehr noch als früher. Das Havelland, der Obstkorb Berlins. Für Ost und für West. Nicht viel mehr als Landschaft sei in der Mark Brandenburg zu finden. So hieß es, bevor Theodor Fontane seine Wandererlebnisse einprägsam zusammenfasste. Die Mark wurde spöttisch die Streusandbüchse Preußens genannt. Die charakteristischen Kiefern sind den Besitzern heute allemal mehr als nur das Anschauen wert. Das Harz wird abgezapft, die chemische Industrie verarbeitet die weißliche Substanz. Ihre reizvolle Einsamkeit beginnen die märkischen Wälder zu verlieren. Der DDR-Bürger Zweitliebstes, nach dem Auto, beansprucht Platz, überall im Lande. Die Datsche, das meist gar nicht so zweitrangige Zweithäuschen im Grünen, gibt der Landschaft einen neuen Ausdruck, selten nur vorteilhaft. Aus dem kleinen Haus am Wald, so reimte das satirische DDR-Blatt Eulenspiegel, wird ein kleiner Wald am Haus. Datschen, das sind Eigenbauten, fast immer ohne förmliche Genehmigung, sehr individuell finanziert, aus Baumaterial, dessen Herkunft durch Lieferscheine kaum belastet wird. Fantasie, Kleinstwillen oder größer, eine DDR-Besonderheit. Hierher zieht die Durchschnittsfamilie sich zurück, zu Bier, Zeitung und Geselligkeit. Hier, auf der Datsche, wickelt sich der zweite Teil des DDR-Tages ab. Von den Regierten her gesehen, der Wesentliche. Es gilt Paragraph 1, jeder macht seins. Für die Datsche ist alles zu gebrauchen. Jede freie Minute, jeder Werkstoff, jedes Gerät. Ganz fertig wird die Anlage nie. Neue Ideen, neue Steine oder neue Fliesen erzwingen das ewige Weiterarbeiten. Die Natur bekommt es zu spüren. Die rote Sozialistenfahne über der goldenen Preußenkrone. Das ist Potsdam.
Hauptstadt des größten DDR-Bezirks, 130.000 Einwohner, neben Dresden und Berlin die meistbesuchte Touristenattraktion. Potsdams Wahrzeichen sind fast alle wieder da. Der neue Staat aber nimmt am Gesicht der alten Residenz nach eigenem Geschmack seine Korrekturen vor. Mit den Mitteln des Wohnungsbaus die Stadt zu gestalten, sie in ihrer historischen Prägung zu bewahren und bewohnbar zu erhalten. Dies nennen die Stadtarchitekten als ihren Leitsatz. Als Beispiel die alte Brandenburger Straße zwischen dem Tor und dem Bassinplatz, die heute Clement-Gottwald-Straße heißt und von den Potsdamern Brandenburger Straße genannt wird. Eine Vorzeigestraße, ein Einkaufs- und Bummelboulevard mit ansprechender Szenerie, rekonstruiert aus den Vorgaben des 18. Jahrhunderts. Bürgerhäuser, Geschäfte, Farben, Zierat und DDR-Alltäglichkeit. Ja, als Bewohner Potsdams und als Architekt, wenn man hier nun mehrere Jahre tätig ist oder viele Jahre tätig ist, freut man sich trotzdem immer wieder über diese städtischen Situationen, die hier für mich besonders angenehm jeden Tag oder jeden Abend nach Feierabend wirksam werden. Der Blick über den abgeschlossenen Straßenraum der Clement-Gottwald-Straße zum Brandenburger Tor, der Blick nach Norden in Richtung des Nauna-Tores, der Blick auch in Richtung des Bassinplatzes und dann aber auch der Blick in südlicher Richtung. Es lugt hervor der Marstall, der nun wieder erstanden ist. Dahinter das Grün, die Hügel, die unsere Stadt umgeben. Das ist ein wichtiger Kreuzungsabschnitt unseres Fußgängerbereiches. Und hier merkt man doch, dass man in einer Stadt ist, in der auch Straßenbahnen, Busse und Ähnliches fahren, also städtisches Getriebe. Aber man kann als Fußgänger dann eben auch noch hier die anliegenden Einrichtungen der Gastronomie unbeschwert genießen, das auch besonders abends, denn Potsdam ist ja nun keine Riesenweltstadt mit Verkehrsbetriebe bis in, Getriebe bis in die Nacht hinein, sondern eine gemütliche und zum Wohnen eben sehr angenehme Stadt. Mich erfreut, dass eigentlich an jedem Haus Details zu finden sind, vor denen man Hochachtung zollen kann. Einfache Details, die uns aber vielleicht die Maßstäbe geben für das, was hier weiter zu tun ist, an der Rekonstruktion in der Stadt, auch an einzufügenden Neubauten, an einzufügenden Funktionen. Und deshalb eigentlich bin ich gern hier und gucke gern in die verschiedensten Richtungen und freue mich auch über jedes, was dann fortgesetzt und wiedergewonnen und erhalten ist. Ein neues Stadtzeichen, das Interhotel in der DDR-Standardbauweise. Daneben der alte Marstall. Er gehörte zu den Schlossanlagen am Alten Markt, wo die Preußen sich mal einen Lustgarten, mal einen Exerzierplatz einrichteten. Die Schlossruine ist abgetragen, aus dem Lustgarten wuchsen das Hotel und ein Stadion. Exerziert wird hier auch nicht mehr. Im Marstall entsteht das Filmmuseum der DDR. Wird dann Potsdam in Kürze nicht ein bewohnbares Museum sein? Ich glaube, dazu besteht keine Gefahr, obwohl wir natürlich stolz sind, wertvolle Kulturschätze in unserer Stadt zu haben und vor allen Dingen an den Rändern unserer Stadt, in den Parks und den Schlossanlagen. Wir werden sie auch allen Menschen zeigen, dass wir sie würdigen und erhalten. Aber wir möchten trotzdem nicht in einem Museum leben, sondern in einer lebensvollen Stadt. Das Marienkloster Lenin, den Zisterziensern 1180 von Markgraf Otto I. gestiftet. Das erste Kloster östlich der Elbe. Nach der Reformation 1542 wurde es aufgelöst, der Besitz verstaatlicht. Zu Beginn dieses Jahrhunderts entstand ein Diakonissenstift, nach dem Krieg ein Krankenhaus mit verschiedenen karitativen Einrichtungen. Die Klosteranlage mit einem Ensemble sehr verschiedener Baustile ist kein Museum. Hier wird gearbeitet, gelernt, gepflegt. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg unterhält Lenin. Das Geld dafür kommt aus Spenden und Pflegekosten zusammen, denn der funktionale Kern der Einrichtungen ist ein Hospital. Eines von 80 kirchlichen Krankenhäusern in der DDR. Außerdem eine Krankenpflegeschule mit 117 Schülerinnen.
Das Diakonissenmutterhaus schließlich zu den 40 Ordensschwestern gehören. Noch immer gilt das Gelübde für sie, nicht zu heiraten. Noch immer hat die Oberin das Sagen. Die Chirurgie im alten Gutshaus kennzeichnend für die wechselvolle Geschichte Lenins. Lange war dies ein landwirtschaftlicher Hof. Das Fachwerk mit den Lehmwänden ist verputzt und hinter den Säulen an der Rückseite des Gebäudes liegt unscheinbar der Operationssaal. Ältere und neue Gebäudepartien hat auch das Luise-Henrietten-Stift, das Mutterhaus der Diakonissen. Der Bau der Klosterkirche hat einmal 75 Jahre gedauert. Im romanischen Stil begannen die Handwerker 1180. 40 Jahre später machten sie einfach gotisch weiter. Die schönen Ziegel kamen aus der eigenen Brennerei. Lenins Umgebung war auch der Lieferant für viele Berliner Bauten. Die Klosterkirche selbst ist eines der ältesten Denkmale deutscher Backsteinbaukunst. Lenin war keine Predigtkirche. Der liturgische Gesang der Mönche und Musik brachten die Akustik zur Wirkung. Der originale Altar dient dem Brandenburger Dom. Originell dafür der eingemauerte Stumpf jener Eiche, unter der Markgraf Otto die Klostergründung beschlossen haben soll. Eine karge Ausstattung. Die meisten Schätze gingen verloren. Nach einer Vereinbarung zwischen Staat und Kirche erhalten die Schwesternschülerinnen in Lenin eine dreijährige Ausbildung, länger als üblich. Zum Abschluss ein Fachschulexamen. Praktische Erfahrung bringt die Arbeit in dem Krankenhaus mit 180 Patienten. Die Diakonissen erscheinen fremd in der DDR-Gesellschaft. Sie fühlen sich geistig und religiös nur ihrem Mutterhaus verpflichtet. Der Orden sorgt für sie. Lange war ihr Dasein ohne Tariflohn, 8-Stunden-Tag und Sozialversicherung nicht in den DDR-Arbeitsprozess einzufügen. Nun besteht ein richtiges formelles Arbeitsverhältnis. Neben dem Königshaus mit dem meisterlichen Giebel der Kindergarten. Gegenwart. Zur Reformation war das Kloster reich gewesen. 4.500 Hektar Ackerland und Wälder, 64 Dörfer, 54 Fischereien, 6 Wasser- und 9 Windmühlen. Auch Werder im Havelland gehörte zu Lenin. Die renovierten Baracken, im Krieg von der Gestapo benutzt, dienen als Feierabendheim. Grün vor der Tür, keine Treppen, gemütlich eingerichtet. Anders als etwa in der Bundesrepublik gehen die Alten in der DDR gern in ein Heim. Nicht abgeschoben fühlen sie sich hier, vielmehr betreut, unter sich, gut aufgehoben. Der Apfel, das ist Werders Symbol. Doch die Körbe und Kisten, die das Havelland in Richtung Berlin verlassen, sind mittlerweile auch mit vielen anderen Obstsorten gefüllt. Vor allem auch mit Gemüse. Bewässerungsanlagen, Technisierung und die Zusammenlegung der vielen kleineren Garten- und Landstücke im Rahmen der Kollektivierung ließen regelrechte Obstfabriken entstehen. 17 Millionen Apfelbäume hat jemand gezählt. Dies ist das größte Obstanbaugebiet der DDR. 10.000 Hektar weit reichen die Plantagen. Erdbeeren, Kirschen, Äpfel, Birnen, Pflaumen und Gemüse. Die meisten Arbeitsvorgänge haben Maschinen übernommen. Auf diesen 80 Hektar schaffen es 2 Traktoristen. Bis auf die Ernte, versteht sich. Der Gemüseanbau nimmt immer mehr Raum.
Der 8. SED-Parteitag 1971 forderte auch vom Havelland einen erheblich größeren Beitrag für die Versorgung der DDR-Bevölkerung. Seitdem verändert und entwickelt sich die Landwirtschaft in diesem Gebiet nach einem ehrgeizigen Plan. Früher Blumenkohl wird hier geerntet, in Schichtarbeit. Vor 6 Jahren standen auf dieser Fläche noch Obstbäume. Der Plan fordert Tempo. In der DDR kommen Waren häufig in Schüben in die Läden. Heute, mag sein, gibt es keinen Kohl. Morgen vielleicht mehr, als Appetit darauf besteht. Der Plan zählt die jeweilige Menge bei den Produzenten. Dies gilt dann als Ertragsnachweis, kann aber beträchtlich von den Verbrauchsziffern abweichen. Transport- und Lagerverluste, vor allem jedoch der Export nach West-Berlin, verringern für die DDR-Konsumenten das Angebot. Große Gewächshauskulturen, Produktionsstätten unter Glas und Plaste sollen den Ertrag im Havelland steigern und vor allem wetterunabhängig machen. Diese Gurken bringen Devisen. Sie gehen zu einem Teil an die Kosmetikindustrie in West. Knapp 10 Jahre erst gibt es in Werder und Glindow den industriemäßigen Treibgemüseanbau. Das Planziel insgesamt, der Pro-Kopf-Verbrauch soll dem anderer Industriestaaten angeglichen werden. In Zahlen, 90 bis 95 Kilo Obst und Gemüse soll jeder DDR-Bürger im Jahr verzehren können. Wie viel es heute sind, bleibt offen. Die Tomatenbrigade, übrigens im Gegensatz zur Gurkenbrigade fast nur Frauen, ist dem Plan bereits voraus. Die Kollektivierung, das betonen die Obst- und Gemüsegenossenschaften immer wieder, habe dem Havelland einen großen Fortschritt gebracht. Verändert hat sich das Werdersche schon lange. Die Stadt, ursprünglich nur auf einer Insel der hier seenartig verbreiterten Havel, war eine Fischersiedlung. Das Stadtrecht bekamen die wendischen Fischer bereits Mitte des 15. Jahrhunderts. Erst vor genau 210 Jahren aber bauten sie eine Brücke zum Westufer. Theodor Fontane beschreibt, wie er es nennt, Segen und Nachteile der Werderschen Insellage. Der 30-jährige Krieg zog wie ein Gewitter, das nicht über den Fluss kam, an Werder vorüber. Ebenso die Pest. Die längst verfallenen Häuser sind Zeugen einstiger Prosperität. Das Störrische und Fremdenfeindliche der Inselwenden ist heute geglättet. Gartenbau und Gastronomie sind die wichtigsten Erwerbsquellen geworden und die muss man im Kollektiv ausschöpfen. Die Fischerei heutzutage ebenfalls. Auch auf der Havel und ihren Seen gilt der 5-Jahr-Plan der DDR, heißt es vor allem mehr Ertrag durch industriemäßige Fischzucht. Herr Kühn, wie sind Sie Fischer geworden? Ja, bei uns liegt es eigentlich schon in der Familie. Der Urgroßvater und der Großvater. Eins ist mein Vater, der ist nicht bei der Fischerei und ich bin ebenfalls dann wieder in der Fischerei gelandet. Eigentlich war das Interesse von jung her schon vorhanden. Ich bin viel angeln gegangen und habe die ganze Fischerei mitgekriegt, bedingt durch meinen Opa, der ja hier auch auf dem großen Blässersee die Fischerei ausgeübt hat. Was hat sich denn so verändert in den letzten Jahrzehnten? Ja, na, ich möchte sagen, der Beruf ist etwas leichter geworden. Wir haben zwar noch harte Arbeit mitunter, wenn es darum geht, Reusen zu stellen, Reusenpfähle reinzurammen. Aber im Laufe der Jahre ist die Technisierung doch vorangeschritten, auch in der Fischerei. Wir haben moderne Motorwinden, Verladehebezeuge, moderne Motore, sodass wir nicht mehr so viel Rudern brauchen. Beim Zuchtnetzfischen ebenfalls bessere Netze, auch für die stationären Fanggeräte, alles Dederon, ein synthetisches Material, sodass die Arbeit jetzt leichter wird damit, die Pflege ebenfalls und vor allen Dingen auch die Haltfähigkeit der Netze ist wesentlich länger. Was fangen Sie denn hier? Ja, wir fangen hier in der Umgebung von Werder, also in den Havelseen, eigentlich ziemlich so alle Fische. Angefangen vom Karpfen, über den Hecht, Zander, Schlei, Aale natürlich. Weiterhin sämtliche Weißfische, die meistens die Angler auffangen und bekannt sind. Hier so Plötzen, Nüstern, Barsche,
sind so mehr oder weniger die bekanntesten. Wie wirkt sich denn die zunehmende Umweltverschmutzung auf den Fischbestand und auf den Ertrag aus? Ja, die Umweltbeschmutzung, Verschmutzung ist natürlich so eine Sache. Es wird ja viel getan von staatlicher Seite, um dem vorzubeugen. Wir sind hier in der glücklichen Lage, unser See als Trinkwasserreservoir für den Bezirk Potsdam zu haben. Und es werden hier alle Möglichkeiten getan. Es ist kein Sportbootverkehr drauf, es sind nur ein paar Ruderboote, ganz wenig Beangelung. Und auch die Verschmutzung in der Umgebung. Teilweise kann man es nicht als Verschmutzung unbedingt alles bezeichnen. Die Landwirtschaft, die muss ja ihre Felder auch düngen. Und teilweise wird ja davon auch im Grundwasser einiges in die Gewässer eingeleitet. Aber auf den anderen Havelgewässern ist doch ein Teil Sportbootsverkehr, wodurch natürlich auch die Verschmutzung zunimmt. Vor allen Dingen mitunter durch die Unachtsamkeit auch der Bürger, wenn Büchsen und was ich mal also beim Camping benötigt, reinigt müssen wird. Provinz, Industriegebiet nördlich Berlins. Stahl, Pharmazie, Bauelemente, Eisenbahn. Aus einem uralten wendischen Dorf wurden irgendwann Burg und Jagdhaus Bötzow. Prinzessin Luise Henriette von Oranien machte daraus das Städtchen Oranienburg. Das Schloss, vor dem Luisens Denkmal steht, dient der Volksarmee als Kaserne. Vor 150 Jahren hat es, ein Schloss, Chemiegeschichte gemacht. Ein putziges Heimatmuseum dokumentiert das Beachtliche. Friedlieb Ferdinand Runge brachte den Ruhm, der hier jetzt gepflegt wird. Im Schloss arbeitete eine Schwefelsäurefabrik. Runge wurde 1821 ihr technischer Leiter. Der frühere Hochschullehrer entdeckte das Anilin, Atropin und in Kaffeebohnen, die Johann Wolfgang von Goethe ihm geschenkt haben soll, das Koffein. Die ersten Stearinkerzen entstanden in der Fabrik, später auch Paraffinkerzen aus Torfteer. Der Chemiker war rührig. Oranienburgs trauriger Ruhm, das erste KZ auf deutschem Boden. Der Dichter Erich Mühsam wurde dort umgebracht. Erster Bericht eines Geflohenen. Den Terror der SS beschrieb Gerhard Seeger, ein früherer Reichstagsabgeordneter. Nur eine Minderheit wollte es damals lesen und begreifen. Das Konzentrationslager Sachsenhausen. Von 1936 bis 1945 200.000 Häftlinge. Jeder Zweite wurde vergast, ermordet, erschlagen, erhängt, erschossen oder starb an den Strapazen. Die DDR hält die Erinnerung wach, als Mahnung. Zitate aus einer Tonbandführung. Werte Besucher, mit dem Besuch der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen betreten Sie blutgetränkten historischen Boden. Mit dem Aufbau des Konzentrationslagers Sachsenhausen wurde im Sommer 1936 begonnen. In Gestalt eines riesigen, fast gleichschenkligen Dreiecks errichteten die Faschisten in den folgenden Jahren ein Konzentrationslager für zunächst 10.000 Häftlinge. Das gesamte Häftlingslager war von einer 2,70 Meter hohen Mauer mit 9 Wachtürmen umgeben, sowie von einem bei Tag und Nacht mit 1000 Volt geladenen Stacheldrahtzaun. Die vor uns liegende Fläche bis zur Ringmauer war der Appellplatz. Wie viel Leid und Elend, welche menschlichen Tragödien spielten sich hier ab? Worte vermögen das nicht auszudrücken. Im Halbkreis um den Appellplatz standen die Baracken. An den Giebelwänden des ersten Barackenringes war die demagogische Losung angebracht: Es gibt einen Weg zur Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Fleiß, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchternheit, Wahrhaftigkeit, Opfersinn und Liebe zum Vaterlande. Gehen wir nun die Lagerstraße entlang bis zum ersten Barackenring. Dann gelangen wir an eine Stätte des Gedenkens.
Hier ließ die SS einen transportablen Galgen errichten. Bei den öffentlichen Exekutionen mussten alle Häftlinge auf dem Appellplatz antreten. Im Halbkreis um den Appellplatz wurde die Schuhprüfstrecke angelegt, die in verschiedene Abschnitte mit unterschiedlichem Bodenbelag eingeteilt war. Die etwa 150 Häftlinge des Schuhläuferkommandos hatten Wehrmachtsschuhwerk mit Kunststoffsohlen auf die Haltbarkeit zu prüfen. Täglich waren ca. 40 Kilometer zu marschieren. Das heißt, dass die Häftlinge 50 Mal am Tage über die eigentliche Schuhprüfstrecke und die Lagerstraße am Turm A entlang marschieren mussten. Marschiert wurde ohne Rücksicht auf den Gesundheitszustand. Die Gesundheit der Häftlinge hatte für die SS ihren Wert nur als Voraussetzung für Arbeitsleistungen. Und die nummerierten Menschen waren dabei austauschbar. Sachsenhausen war Testlabor für neue Medikamente, Zuchthaus für politisch Andersdenkende, Regimegegner, Kriegsgefangene. Und es war ein Lager zur Massenvernichtung. Die Station Z, Ende des Alphabets. Gaskammern, Genickschussanlage, 4 Verbrennungsöfen. Eine andere Art von Qual, der Zellenbau. Ein Gefängnis im Gefängnis mit ausgesuchten Torturen. Pastor Niemöller neben anderen hat sie erlitten. Die Maschinengewehrschüsse kommen nicht vom Band. Sie sind echt. Neben der Mahn- und Gedenkstätte stehen Kasernen der DDR-Volksarmee. Wer auch immer, ein erschreckendes Nebeneinander, finde ich als Besucher. Aus der Zeit Sachsenhausens stammt auch der Berliner Ring. Die Autobahnen, das waren die Straßen des Führers. Pläne und Projekte hatte es früher schon gegeben, seit 1909 beispielsweise für die AWUS. Aber Hitler trieb den Bau mit seinem Reichs- und Kriegsdenken voran. Arbeitsbeschaffungspolitik, militärische und gewiss auch vernünftige Verkehrsplanung trafen sich mit Renommiersucht und dem Hang zu Großtaten. Zitat Hitler 1937. Es ist daher mein unabänderlicher Wille und Entschluss, Berlin nunmehr mit jenen Straßen, Bauten und öffentlichen Plätzen zu versehen, die es für alle Zeiten als geeignet und würdig erscheinen lassen werden, die Hauptstadt des Deutschen Reiches zu sein. In der Diskussion der Straßenplaner setzte sich das Ringkonzept durch. Den Automobilisten der 4,4 Millionen Stadt gefiel diese Route. Die Umgebung kam näher. Zitat einer Autobahnschrift 1937: Die Straßen Adolf Hitlers sind in ihrem Charakter deutsch, wie die Landschaften, welche sie durchziehen. Der deutschen Wesensart entsprechend müssen sie daher auch gebaut werden. Ende. Eines der ältesten Teilstücke der Autobahn. Eine Dreiviertelstunde östlich des Zentrums, ein Gebiet, in dem Vorstadtleben, Freizeit und Industriearbeit dicht nebeneinander stattfinden. Bestimmt wird die Landschaft durch die Muschelkalk vorkommen. In Rüdersdorf hat deren Abbau Tradition, wie in der weiten Umgebung der ständige Staubfall aus den Schloten der Zementfabrik. Seit 200 Jahren und länger leben die Menschen hier vom Kalk, von dessen Verarbeitung und vom Transport. In den Siedlungen an den Kanälen dicht unterhalb der Autobahn wohnen die Schiffer, die Zementwerker, solche, die lieber ein kleines Boot haben als ein Auto. Die Landschaft ist danach. Rüdersdorf, Erkner und Woltersdorf, viel Wasser und viel Grün, sind Magneten für die Berliner. Es gibt ja überall eine Neigung aus der Stadt ins Grüne zu ziehen,
Bezieht sich das auch auf Woltersdorf? Möchten die Menschen hierher? Kann hier überhaupt jeder, der möchte, herziehen? Es ist so, dass die Nachfrage für uns sehr groß steht. Selbstverständlich möchten mehr Bürger nach Woltersdorf, als wir gegenwärtig dem Rechnung tragen können. Wir haben uns schwerpunktmäßig darauf eingestellt, in erster Linie das Wohnen durch den Eigenheimbau hier in Woltersdorf zu ermöglichen. Hier gibt es auch keine Einschränkungen. Der Eigenheimbau, muss ich sagen, erfolgt natürlich planmäßig. Und wir müssen eben schrittweise auch die Erschließungsmaßnahmen, die hier mit im Zusammenhang stehen, entsprechend den örtlichen Bedingungen und Möglichkeiten Rechnung tragen. Es ist auch kein Geheimnis, dass viele Städter das Grüne suchen, ein Fleckchen suchen, wo sie ein Wochenendhaus gern erbauen möchten. Aber wir vertreten den Standpunkt, dass der Grund und Boden nicht mehr wird, sondern weniger wird durch die Bebauung. Und wir haben uns entschlossen, keine Wochenendbebauung mehr hier in Woltersdorf zuzulassen. Wir sind der Auffassung, wenn wir unseren Betrieben entgegenkommen, hier noch Erweiterung zuzulassen, um dann alle 14 Tage oder 3-4 Wochen im Urlauberwechsel mehr Menschen die Erholungsmöglichkeiten hier in Woltersdorf zu bieten, glaube ich, liegen wir auch in unserer Entwicklung sehr richtig. Wer nicht mit dem Boot hierher kommt, dem eigenen oder einem von der Weißen Flotte, der fährt mit dem Auto oder gar mit der Straßenbahn bis dicht an die Woltersdorfer Attraktion. Seit 400 Jahren ermöglicht an dieser Stelle eine Schleuse den Schiffsverkehr nach Berlin. Diese entstand 1860. Vor 10 Jahren wurde die Klappbrücke modernisiert. Industrieschiffe kommen hier durch, fast immer mit Ladung für oder aus Rüdersdorf. Daneben unzählige Freizeitboote. Ein technisches Denkmal, das anscheinend gut funktioniert. Chefin ist eine junge Frau, in der DDR gar nicht so ungewöhnlich. Frau Schröder, Sie sind Schleusenmeisterin. Ist das Ihr Traumberuf gewesen oder wie sind Sie dazu gekommen? Nein, mein Traumberuf ist es nicht gewesen. Mein Vati war hier jahrelang auf der Schleuse und ich habe bis 60 geheiratet. 74 bin ich wieder zurück nach Woltersdorf und die Arbeitsstelle bot sich an. Ich habe mich erst bewerben müssen, weil zurzeit kein Platz frei war, bin dann aber angenommen worden. Und es ist eine schöne Arbeitszeit. Wir arbeiten zwar im Schichtdienst und wir müssen auch Sonnabend, Sonntag und Feiertags arbeiten. Wie erfahren Sie denn, dass ein Schiff hierher kommt? Durch Signal. Die Schiffe, wenn sie durch wollen, geben Signal. Ansonsten avisiert es kaum etwas. Wie ist denn Ihr Tagesablauf? Funktioniert alles? Müssen Sie selber warten? Wir warten seit einigen Jahren selbst. Das machen die Kollegen von mir. Ich als Frau brauche das nicht machen. Jeder hat so sein Gebiet. Der eine schmiert ab. Der andere pflegt dafür den Rasen. Die Arbeit wird geteilt. Was sonst an technischen Geräten überholt oder repariert werden muss, dafür sind Reparaturbrigaden da. Für unsere Brücke Spezialpersonal, Techniker für die Hydraulik. Um diese Funktion einer Schleusenmeisterin einnehmen zu können, müssen Sie eine besondere Ausbildung haben. Wie war die? Ich habe erst mal 4 Jahre als Gehilfe gearbeitet. Wurde dann gefragt, ob ich mir zutrauen würde, den Meisterposten auszufüllen. Ich habe dann 2 Schulungen besucht, mit Erfolg bestanden und bin seit Februar als Meister eingesetzt. Können Sie sich einen anderen Beruf wünschen? Nein. Ich bleibe, bis ich mal Rentner bin und nicht mehr arbeite hier auf der Schleuse. Das sind bestimmt 6 persönliche 5-Jahr-Pläne auf einmal. Perspektiven rund um Berlin. Die Abfahrten, so scheint es, sind das Reizvollste am Berliner Ring. Ob einer nun rechts herum fährt oder links herum.
runter vom Berliner Ring, schauen, was sich rechts und links tut. Nicht nur für die Berliner war das eine große Verlockung nach der Wende. Es war ein riesiger Ansturm, erinnert sich die Schleusenmeisterin von damals, Renate Schröder. Die Gegend hat viele neue Liebhaber gefunden, nicht nur auf dem Wasser. Bis zu ihrem Ruhestand blieb sie die Schleusenmeisterin von Woltersdorf. Alles hat mir gefallen, sagt sie rückblickend. Draußen zu sein, das Wasser, der Umgang mit den Menschen und wer so einen Arbeitsplatz hat, der kann doch nur glücklich sein. Bis zum nächsten Mal.